Ah, es ist wieder Zeit für das letzte Video des Jahres YouTube. Guten Morgen, wie geht's euch an diesem absolut beschissenen Tag, der so ziemlich das ganze Jahr 2021 zusammenfasst. Ich find's schon gut, dass das Wetter so ist, wie es jetzt ist, Mann. Weil das symbolisiert so ziemlich den kompletten deutschen Sommer, den wir hatten. Aber ich will nicht abkommen, ich flame eh schon andauernd über das Wetter. Das hier ist das Winterpausenvideo. Das Winterpausenvideo mache ich, glaube ich, beim letzten Mal. Ich erzähle kurz, was passiert ist, wie es aktuell mit den Zahlen aussieht und all sowas. Ich habe mir übrigens fast nichts gemerkt. Ich weiß nur, ich mache okay Klicks aus irgendeinem Grund und ich habe über 100 Abonnenten. Yay! Das haben wir auch geschafft. 104 oder so. 103, 104, ich weiß nicht. Ich habe vor 2 Tagen erst letztens spontan mal in die Analytics reingeschaut und habe gesehen, dass da 3 Zahlen stehen. Naja, an all euch 100 Kollegen da draußen, ich küsse euer Herz. Sorry, dass dieses Jahr absolut unregelmäßig und richtig wenig gekommen ist. Aber ja, ich will's gar nicht mehr aufs Wetter schieben, weil ich glaube, das wird langsam langweilig. Aber ich muss das nochmal raushauen, okay? Die letzten 3 Wochen war Baba Sonnenschein. Ich hatte halt keinen Bock, Videos zu machen, dazu komme ich aber gleich noch. Aber die letzten 3 Wochen war bei 15 Grad Sonnenschein ohne Ende. Und der Sommer war 30 Grad Regenschauer nach dem Regenschauer, Digga. Was ist das für ein Wetter, bitte? Und ja, wie man jetzt schon in den Wolken sieht, heute ist der letzte von den schönen Tagen gewesen. Morgen soll es angeblich noch schön sein, aber Baby wird jetzt eingedeckt für den Winter und dann heißt es gute Nacht. Ich habe gerade eben ja gesagt, es sind keine Videos gekommen, weil ich keinen Bock hatte. Da muss ich halt ehrlich sein, ich hatte halt wirklich keinen Bock, Videos zu machen. Ich weiß nicht, warum man... Ich dachte mir einfach, ich glaube, es liegt auch zum Teil daran, dass ich halt jeden Tag diesen Sommer gefahren bin. Egal wie das Wetter war, egal wie heiß es war, egal wie kalt es war, ich saß auf diesem Bike und bin gefahren. Das Einzige, wo ich nicht gefahren bin, ist, wo es wie aus Eimern geschüttet hat. Aber ansonsten, ne, Regen, Sonnenschein, Nebel, 2 Grad um 6 Uhr morgens. Ich saß auf dem Bike und bin gefahren. Und ich glaube, es hat mir so einen kleinen Burnout gegeben, weil, keine Ahnung. Natürlich, ich will nicht sagen, dass sowas... Oh, ich krieg gerade von der Regie mitgeteilt, irgendwas mit dem Bild hat nicht gepasst. Aber ihr wisst, was ich meine. Sowas ist natürlich ultra geil und das taugt auch. Und ich bin auch für jeden Tag glücklich, den ich dieses Bike fahren darf. Digga, wenn ich sehe, dass draußen Sonnenschein ist, ich bin der Erste, der aufs Bike steigt und erstmal eine Runde dreht. Aber ich hatte kein irgendwie Verlangen danach, ein Video draus zu machen. Aus dem Grund, dass ich nicht wüsste, was ich machen soll. Soll ich wieder durch die Stadt von hoffen, dass irgendwas passiert? Das habe ich ein Jahr lang schon so gemacht. Und dann halt das Cutten. Es ist nicht schwer. Und sobald ich mich einmal hinsetze zum Cutten, dann macht es mir auch Spaß, Digga. Dann ziehe ich da durch wirklich die 1,5 Stunden oder wie lange das dauert, baller ich rein. Aber es zu starten, da muss ich mich immer überwinden. Also das letzte Video, was rauskam, Digga, das war 3 Wochen lang war es vor einer Festplatte, weil ich irgendwie nie Lust hatte, mit dem Cutten anzufangen. Dann habe ich es gestartet und ich so, das ist geil, Mann. Es macht mir wirklich Spaß. Es ist nicht, dass ich mich hinsetze, boah, jetzt muss ich cutten. Also es ist schon, boah, jetzt muss ich cutten. Aber sobald ich anfange, macht es mir halt Spaß und ich habe gar kein Problem damit. Und auch wenn es länger dauert, das ist nicht schlimm für mich. Aber ich muss mich einmal dazu überwinden, ne? Und ich hatte wirklich wenig Lust dieses Jahr. Ich glaube, es war eine Kombination am Ende aus allem. Aus dem kleinen Bike, aus dem Wetter, aus der Unlust, aus allen möglichen Sachen, die da aufeinander gestoßen sind, haben halt ergeben, dass ich wirklich wenige Videos gemacht habe. Ich hätte sehr viel mehr machen können, aber ich hatte einfach keinen Bock, sage ich ganz ehrlich, wie es ist. Vielleicht wird es nächstes Jahr besser. Ich hoffe, dass nächstes Jahr besser wird. Nächstes Jahr ist eh wahrscheinlich das neue Bike da. Ansonsten bedanke ich mich für alle, die zugeschaut haben. Also die Zahlen sind wirklich extremst angestiegen, ne? Urplötzlich, jetzt vor 2-3 Monaten, also auf einmal angefangen, dass meine Zahlen steigen, ne? Keine Ahnung warum, aber ja, ich bedanke mich für alle, die neu dazugekommen sind. Was wir jetzt noch machen müssen, ist tanken fahren. Ah, im Übrigen, ich war ja gerade Bike sauber machen, sieht picobello aus und ich habe halt hier oben drauf gesprüht. Auf einmal sehe ich, wie hier Dreck rauskommt und ich weiß, dass es in ultra dreckig ist. Dann dachte ich mir so, scheiße, gerade Wasser reingelaufen, ich mache den Deckel auf, einmal läuft da so ein guter Schluck in den Tank rein. Ich so, ups. Ja, was heißt guter Schluck? Es war so ein bisschen was reingelaufen, da habe ich sofort wieder zugemacht den Tankdeckel, weil dann ist ja eine Dichtung dafür. Und habe dann halt mit dem Handtuch rein und sofort das Handtuch rein, damit es alles aufsaugt. Hat schon gut was an Flüssigkeit aufgesaugt da drin. Und ja, das ist mir halt gar nicht auffallen, das sind ja 2 Ringe. Aber ich kann euch das gleich zeigen. Ich habe hier aufgemacht und hier war so ein bisschen Wasser und da ist ein bisschen was reingelaufen. Nicht viel, aber es ist halt was reingelaufen.
Soweit ich weiß, ist Wasser schwerer als Benzin. Das heißt, das Wasser ist unten. Und unten ist ja auch der Benzinfilter. Und dadurch, dass jetzt noch nichts passiert ist, war es wohl zu wenig Wasser, als dass da irgend sich wie was hätte fehlschlagen können. Naja, jetzt tanke ich und dann hören wir uns gleich. Also ich hoffe, dass jetzt nicht noch was in die Luft fliegt, aber das sollte jetzt angezogen werden und dann im Benzinfilter wird ja auch das Wasser mit dem Benzin nochmal gemischt. Dann wird das ja nochmal mit Luft zusammengeführt. Ich glaube, der Wassergehalt war halt wirklich so niedrig, dass es der Motor wahrscheinlich nicht mal wirklich gespürt hat. Aber trotzdem, Kawasaki, wäre besser, wenn ihr das auch dicht gemacht hättet. Weil ich habe voll Panik bekommen, ich sprühe da oben drauf, einmal kommt die ganze Zeit Dreck raus. Was macht der da? Digga, die Leute sind so durch. Der war ganz rechts, dann hat sich jetzt entschieden, ich mache die Kreuzung zu, indem ich nach links abbiege. Bro, Mann. Ja, und der Rentner natürlich, Reißverschluss hat er noch nie gehört. Boah, jetzt ist so heftig, Mann. Die Leute sind so schlimm. Junge, 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 das kann doch nicht sein, Mann. Wo machen denn die Leute ihren Führerschein? Ah, Tunnel? Das ist dein letzter Tunnel für dieses Jahr. Jetzt müssen wir noch eine Sache machen. Jetzt, ich blende jetzt so traurige Musik ein, okay? Und ich glaube, das von Fast and Furious mache ich jetzt. It's been a long day without you, my friend. And I tell you everything when I see you again. Ich weiß nicht, wie der Text weitergeht. Ich weiß nur, dass es traurig ist. Komm schon, geh ab, ansonsten wird das richtig awkward hier. Oh. Die Sohle gibt es schon lange nicht mehr. Sehr emotionaler Moment aktuell. Zweiter Schuh. Naja, das war's YouTube für das Jahr. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, dies, das, Ananas. Ich muss die ein bisschen umstellen, Mann. Ich muss ja später nochmal kommen und die zudecken. Aber na komm, ich wollte es gerade ein bisschen romantisch machen. So, da steht sie. Ja, das war's für das Jahr, YouTube. Ich hoffe, dass das Jahr euch gefallen hat. Wenn ja, abonniert den Kanal. Schaut alle meine Videos an, gebt überall Daumen hoch, dies, das, Ananas. Ich schnaufe gerade übrigens, weil ich ultra aus der Puste bin vom Hin- und Herschieben. Das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt so tibetal werde. Naja, Video ist dann vorbei. Daumen hoch geben, Kanal abonnieren, allen euren Freunden zeigen. Und wir sehen uns. Bis dahin. Yalla.